weißer Mann machen heute Bums an Auto. Ernsthaft? Au. Ernsthaft? Ja, das ist mein anderes Intro, oder? Bist du Kacke, Alter. Also, sind wir da bei Chris und den heute, genau, wieder mal bei uns hier im Irrenhaus der Schweiz. Ja, nee, gut, Irrenhaus der Schweiz eigentlich im Moment in Bern, da wo die sieben Zwerge wohnen. Aber ja, so ein kleines Irrenhaus. Wir machen heute mal Volvo-Leistung, Volvo V60 D5. Hat man noch nie gefilmt, mal zumindest. Haben wir auch noch nie gemacht eigentlich. Doch, früher mal. Damals. Früher mal, als wir noch jung waren. Ja. Damals. Aber schon lange her. Ja, gut, da hatten wir noch einen Führer. Was? Da hatten wir noch einen Führer. Sagt man so. Naja, stimmt. Also heute müssen wir ein bisschen hier uns zusammennehmen. Ach, ich mach ja. Ja, eigentlich saß ich im Büro, müsste noch Zeug da abrechnen, aber hatte eigentlich keine Lust zu. Mache ich dann später. Muss man eine Arbeit machen, die mir Spaß macht. Gut, Volvo V60 D5 machen wir von 215 PS auf 245 PS und 440 Newton auf 500 Newton. Alles aus dem Kopf. Oh, da geht was, ha? Ja, da geht was. Zettel. Ich kann da auch nicht mal alles auswendig wissen. Gut, es handelt sich hierbei nicht um ein Kundenfahrzeug, gehen wir zum Auto. Nicht um ein Kundenfahrzeug, sondern es ist eine Okkasion von uns. Volvo hatten wir doch eine Zeit lang eigentlich viel. Hat man doch häufig, gell? War ein Hip. XC60 ja. Und V40. V40, XC70. S70. Genau, aber wir haben noch nie einen gefilmt mit Leistung und dieser bekommt jetzt eine MacChip Stufe 1. Warum machen wir das bei der Okkasion? Erstens, damit ich es mal euch zeigen kann, was da nachher geht, vor allem an Zeitenmessung. Und zweitens verträgt das Fahrzeug doch die Leistung, weil der Motor hat in meinen Augen noch einiges mehr an Potenzial, als was er jetzt so bringt. Jetzt gehen wir kurz mal gucken, was da so läuft. Dann müssen wir das Steuergerät rausnehmen. Weil dieses Fahrzeug müssen wir benchen, das heißt, wir müssen da anpinnen vorne, geht nicht über OBD. Aber sollte eigentlich kein größeres Problem sein, Steuergerät sollte relativ schnell draußen sein. Und dann schauen wir weiter. Gut, ich würde sagen, setzen wir uns ins Fahrzeug, gehen fahren. So, laufen wir? Jo. Au. Kameraschmutz ist er wahrscheinlich, oder? Oder geht's noch? Also beim Display nicht, willst du mal gucken? Ja, dann ist schon gut, weil ich sehe wieder Staubkörner. Naja. Gut, also wir haben das Fahrzeug warm gefahren. Was natürlich sehr, sehr geil ist bei Volvo, weil hat man keine Temperaturanzeige. Ist so eine Gefühlsgeschichte mit. Hab vorher noch kurz den großen C ins Kühlwasser gehalten. War heiß. Also muss passt weiß schon. Sein, Fahrzeug. Passt schon? Lass mal das Bild vorstellen. Hey, heute bist du irgendwie ein bisschen witzig drauf. Ach ja, nee, ich habe keine Lust auf das scheiß Büro, mir ist zu heiß. Ja, steht da hier 23 Grad, nee, Katastrophe. Weil das Büro hat keine 23 Grad, Schatzi. Was macht der Deutsche hier eigentlich? Hallo? Kippe auf dem Maul, Jüre. Naja. War das eine deutsche Kiste? Ja! Das Auto ist von Deutschland ja. Hierher gefahren? Ja, ich weiß zwar nicht wie, aber... Krass. Vielleicht auf dem Hänger. Das ist jetzt eher vielleicht. Das ist jetzt nicht nochmal. Wir sind nicht. Ja, also wir verbringen eigentlich hier gemeinsam, ihr YouTube-Community und wir hier viel Zeit an der Kreuzung. Ja, aber auch neu. Auch erst diese Woche. Von letzter Woche ging nur noch schon die Ampelschaltung. Siehst du das Plakat da vorne, was ich gesagt habe, diese Heuchlergeschichte? Alter. Hä? Wie krank muss das denn sein, ey? Naja. Ja, kommen wir zurück zu euch. Wir stehen immer noch. Hier genau, 215 auf 245 und 60 Newtonmeter mehr. Klar wird das keine Rennmaschine, aber das ist eigentlich auch nicht das Ziel. Oh, geht los. Hat einen 5-Zylinder drin, dieser Volvo, D5. Also wie gesagt, D5. Auf das kann man auch nicht angehen, weil es gibt ja D2, D3, D4, D5. Und D4, und also D3 ist sicher kein 3-Zylinder, so viel ich weiß. Aber ja, lassen wir mal das Thema. Gehen wir jetzt mal fahren hier, schauen wir mal, was er drückt. Ist der Gerät an eigentlich? Ja, ja. Der Gerät läuft. Ach, was für eine Macke, Alter. Okay, ich hab gar keine Macke. Sollst du lügen? Ja, komm ich so ein Näschen. Lass mal. Ja, schau mal, guck mal. Hallo. An der Nase eines Mannes, da kennst du sein Johannes. Ja. So. Tschüss.
Jetzt versuchen wir dann hier irgendwann eine Beschleunigung zu machen, aber hier kommen ja die Tiere. Es heißt ja, man soll zu Hause bleiben, liebe Leute. Also bleibt doch bitte zu Hause. Wirklich. Was macht ihr auf der Straße? Wir arbeiten. Aber hier? Ich kann noch keine Beschleunigungsmessung machen, oder? Das ist Wahnsinn. Super. So, ich mache mein S und dann geht's mal los, okay? Jo. Ah ja. Drückst du? Ja, ich bin voll unten im S. Oh. Beide im Chor, 5,5. Sieht man's? Ah ja, 5,5. Versuchen wir nochmal. Ui, das ist jetzt zu stark angezogen, ne? Ui. Nee, falsche Richtung, so. Kommst du da ran? Ja, ja, so. Gut, nee, gut. Okay? Mhm. Bist du ready? Ja. Also wieder Vollgas. Zweimal die gleiche Messung. Ja, aber es ist aber selten, dass sie zu mir so schlecht erweist. Ja, ich musste natürlich raus, weißt du? Ich musste raus. Das ist mein Problem. Gibt es da eine dritte? Ja. Ohne raus? Ein Regierungsfahrzeug ist ja wahrscheinlich nicht. Ja, nicht. Da musst du ja mal winken. Das ist ja scheiße, ja. Da wird es ja wahrscheinlich warm. 5,8 hier, guck mal. Ja gut, aber wir nehmen die 5,5 oder 5,6 sowas, oder? Nehmen wir die 5,6. Zwischendrin. Einmal geht es ein bisschen rauf, ein bisschen runter, man muss da rausscheren. Dieses Mal muss ich auch rausscheren. Weißt du, dann kommst du natürlich vom Windschatten raus, dann fährst du natürlich so wie in der Wand, ne? So bam! So bumm! Wenn du mal auf der Ecke gesprungen kommst, auf einmal weglaufen, wa? Ja. Und der Pum! Und dann fällt sie. Ja, ungefähr. Den Baum. Gut, also wir gehen jetzt zurück. Wir zeigen euch vielleicht noch kurz, wie wir das machen hier bei dem Fahrzeug, beim Volvo. Und dann gehen wir dann wieder messen, was es gebracht hat. Ich schreibe mir hier meinen Hals ab. Warum? Das ist. Ja, so fällt also, gut. Hoffentlich überlebt das Bär. Bis gleich. Wir werden später erfahren. Ja, wir kommen zurück. Wir wollten euch noch zeigen, wie wir hier benchen, aber ich mache euch noch Bilder rein, oder beziehungsweise ich glaube, ich habe schon Bilder reingemacht, weil zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, ob ich sie reinmache, aber ich denke, es sind Bilder drin. Ja, ein, zwei Bilder schnell, weil wir hatten wirklich noch Kunden und ein lieber Freund war noch da. Ganz ein lieber Freund und guter Kunde. Und dann haben wir noch schnell zwei Käffchen genommen. Ja. Jetzt sind wir auch wieder auf den Käffchen getrunken. Ein Käffchen. Aber ich glaube, unser Kaffee ist kaputt, der wirkt nicht mehr. Keine Ahnung, ich trinke hier mein Kaffee. Naja, jetzt sind wir auf dem Weg auf die Autobahn, schauen wir mal, was die Leistung macht. Ja, wieder wie üblich hier rot. Kann man das hier verstellen eigentlich? Ja. Der hat hier Verstellprobleme. Ja, das schneidet mir auch viel weg. Ich habe halt keinen Hals mehr dran. Bei der Beschleunigung, die ich schon leicht gespürt habe. Ja, 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 jetzt übertreiben wir es nicht. Ich meine, es sind 245 PS, die wir erreichen sollten und 500 Newton. Ja doch, guck mal, 60 Newton mehr, sollte es schon merken, ja. Die übliche Ampel? Die übliche Ampel, seit die dauert. Seit dieser Woche aktiv? Na ja, gut, aktiv war sie schon immer. Aber. Nee, aber so, ja. Aber vom Anfahren her ist er schöner. Jo, ja, mal gucken hier. Uiuiui. Das war jetzt ein Millimeter Gas. Holla die Waldfee. Ich spüre hier irgendwie, könnte was gehen. Aber ich muss dir sagen, das Fahrwerk finde ich jetzt nicht top. Aber es hat wieder Geschmackssache. Ne? Schauen wir mal, was der Danny hier wieder produziert hat. Also wir sind wieder im S. Guck hier. So. Ist gut? Okay.
statt 5,6. Ja? Erste Messung. Uneingefahren. So. Ich spüre auf dem Weg zur Ampel, ich habe gespürt. Jetzt fahren wir ein bisschen langsamer. Ja, ja. Heute ist ein Verkehr, ich weiß nicht warum. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. So, ist gut? Alles. Okay, geht los. Ja? Wenn Sie vorne reinziehen, haben wir ein Problem, dann sind wir tot. 4,9. Zweimal 4,9. Können wir nehmen, würde ich sagen. Ja, eine machen wir noch. Hast du noch eine, ja? Ja. Hey, das müssen wir auch wieder dunkler. Wir müssen einfach frecher werden. Weißt du, aber im Prinzip müssen Sie auf Sicht anhalten. Ja, du kannst mir einen Finger stecken, ist mir wurscht. Hat er gemacht? Ja, ja. Hallo? Guten Tag. Abonnier den Kanal! Ja. Ich brauche so ein Schild. Genau, wir müssen so ein Schild kaufen, ja. Kanal abonnieren. Ja. Test Drive on Time oder irgend sowas, oder? So. Der kommt noch. Jetzt haben wir schon gut eine Sekunde. Knapp eine Sekunde, 0,9. 0,9. Naja, also, du spürst schon. Du spürst schon, dass hier... Keine Ahnung, was die machen, wie gesagt. Ja, Danny hat irgendwie, ich weiß auch nicht, manchmal... Soll ich noch mal einen machen? Also wir haben auf jeden Fall zeitenmäßig doch einiges an Verbesserung. Wie gesagt, immer unsere 80-120 Messer. Nochmal zum Wiederholen. Ja, Volvo können wir natürlich auch machen. Ich meine, es geht hier bei uns hauptsächlich immer um die Steuerungen. Hier ist ein Bosch-Steuergerät drin. So eine EDC 17 CP 48 für die Fachleute unter euch. Ja? Das weiß ich denn, weißt du? Leistung hat er keine Ahnung, aber was für ein Steuergerät drin ist, das weiß er denn, der Dicke. Exakt, ja? Dazu nicht. Naja, ich beschränke mich halt aufs Wesentliche. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Letzter Film vor den Ostern. Ja, korrekt. Tagen. Ostertag, ja. Ja, wie gesagt, genießt die Zeit. Bleibt gesund. Wenn er was braucht, Leistung, Fahrwerk, Felgen oder eine perfekte Aufbereitung, schaut auf die Webseite. Wir haben im Moment Spezialangebote für diese Ausnahmezustandszeit. Also 25% auf Leistungssteigerungen, auf alle Software-Leistungssteigerungen, 20% auf Reinigungsstunden, also auf die Arbeitsstunden. Und was haben wir noch? Das kann ich mehr. Flugrostaktion haben wir. Ja, schaut auf, ich blende hier unten noch kurz den Link ein, dann könnt ihr das eingeben. Oder beziehungsweise unten in der Beschreibung steht der Link zu den Sonderangeboten. Abonniert den Kanal, wenn euch der Film gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine Mail. In diesem Sinne, original fahrt man nicht. Ich wünsche euch noch ganz schöne Ostern. Tschüss.